Modellversuch zum Aufbau des Atomkerns. Bei dem vorliegenden Versuch liegen die Magnete mit der farbigen Seite nach oben auf dem Tisch. Sie symbolisieren die positiv geladenen Protonen. Versucht man, diese zusammenzubringen, sieht man, dass sie sich abstoßen, da sie die gleiche Ladung besitzen. Aber wie kommt es, dass sich die Protonen im Kern nicht abstoßen? Es muss sich im Kern noch eine weitere Sorte von Baustein befinden, die sogenannten Neutronen. Diese Neutronen sorgen dafür, dass sich die Protonen trotz der gleichen Ladung ziemlich dicht beieinander aufhalten können. In unserem Versuch stellen die Einzelstücke die Neutronen dar. Bringt man die Einzelstücke zwischen die Magnete, erkennt man, dass die Magneten möglichst eng zusammengelegt werden können.